Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Danganronpa V3. So, und da ich heute Besuch habe, werde ich hier zwei Parts aufnehmen, die etwas kürzer sind, also so 20 Minuten, nur dass ihr Bescheid wisst. So, wir müssen ja leider hier den Tatort untersuchen, weil wir den armen Rantaro hier entdeckt haben. Er ist leider das erste Mordopfer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dir das nicht sagen muss, aber sollten wir uns nicht Rantaros Leiche mal näher anschauen? Ja, wenn wir Hinweise entdecken wollen, müssen wir das wohl. Aber wenn das zu viel für dich ist, Kaede, dann musst du das nicht machen, okay? Mhm. Nein, ist in Ordnung, ich schaff das schon. Ja, wir müssen, ne? Ich bereitete mich darauf vor und begann in Richtung von Rantaros Leiche zu laufen. Das letzte Mal, als ich Rantaro sah, da war er noch am Leben und es ging ihm gut. Mm. Wieso ist Rantaro hier gestorben? Was meinst du, hier gestorben? Ich meine, wenn Rantaro derjenige war, der das Bücherregal bewegt hat, würde das ja bedeuten, dass er den ganzen Weg hier rüber kam, nachdem er das Bücherregal geöffnet hatte. Er ist also fortgelaufen von der Geheimtür an diesen Ort. Warum sollte er das tun? Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass seine Leiche bewegt worden wäre. Das passt einfach alles nicht zusammen. Geht es dir gut? Du bist ganz bleich geworden. Aber ich schätze, das ist normal. Wir müssen schließlich eine Leiche untersuchen. Die Leiche von jemandem, der gerade noch am Leben war und mit uns gesprochen hat. Mhm. Es ist schon in Ordnung, wirklich. Wir müssen unser Bestes geben. Nicht nur für Rantaro, sondern auch dafür, dass wir ihn rächen können und alle anderen beschützen können. Wir müssen den Mastermind besiegen, der dieses ganze Ding hier orchestriert. Kaede, ich werde dir helfen, wie auch immer ich kann. Ich werde dich bei dieser Untersuchung unterstützen. Ich bin ja schließlich so eine Art Detektiv. Eine Art? Du bist ein Detektiv, richtig? Ja, schon. Okay, ich bin mal gespannt. In dem Bericht stand ja, dass es eben ein stumpfer Gegenstand war. Es ist ja zu vermuten, dass es hier dieser Ball ist, aber vielleicht ist das ja auch nicht. Also Ball ist falsch, eine Kugel ja eher. Okay, sie nennen es hier einen blutigen Shot-Put-Ball. Ich glaube, das ist diese, wie nennt man das? Kugel-Weitwurf? Kugel, diese, die man stemmt, die ist sehr, sehr schwer jedenfalls. Und aus Eisen. Und die liegt da auf dem Boden. Diese Kugel könnte es sein... Ja, die ist definitiv aus dem Lagerhaus auf dem ersten Stockwerk. Überall ist Blut daran. Das ist die Mordwaffe, richtig? Ich kann jedenfalls nichts anderes sehen, was in Frage kommen würde. Tja, die Kugel selbst ist schwer. Man müsste schon ganz schön stark sein, um sie überhaupt als Waffe zu verwenden. Ziemlich stark, hm? Ja, oder sie ist von oben runtergefallen. Muss ich ja jetzt mal so sagen. Das könnte auch sein. Dass sie quasi oben auf dem Bücherregal... Da! In der Lücke. Das würde doch perfekt passen. Bumm. Eine klare Linie. Aber ich kann das gar nicht auswählen. Wahrscheinlich soll man auf diese Schlussfolgerung noch gar nicht kommen. Zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht. So, dann schauen wir uns mal die Leiche an. Ich weiß, wir müssen seine Leiche untersuchen, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Schon in Ordnung, ich kann das tun. Shuichi zeigte keinerlei Zurückhaltung und begann, Rantaros Leiche zu untersuchen. Okay, das Blut auf der Rückseite seines Kopfes sieht nach einer ziemlich tiefen Wunde aus. Das passt natürlich zu dem Bericht, in dem ja stand, dass... er eine Wunde hatte von einem stumpfen Gegenstand. So. Aber ich sehe keine anderen Verletzungen, also stimmt alles, was in der Monokuma-Akte steht. Das muss die tödliche Wunde gewesen sein. Also können wir der Monokuma-Akte vertrauen? Ja, vorerst. Shuichi steckte dann seine Hand in Rantaros Tasche. Warte, was tust du denn da? Naja, ich guck halt nach, was er bei sich trug. Da könnte ja ein Hinweis dabei sein. Wenn wir das tun wollen, dann müssen wir das gründlich tun. Ich habe dir gesagt, ich werde dich unterstützen.
Oh, wie kannst du das denn mit so viel Zuversicht sagen? Komm schon, Kaede, du musst dich zusammenreißen. Also, Rantaro hatte bei sich den Schlüssel zu seinem Zimmer und das Monopad. Das Monopad gehört definitiv ihm und es ist genau das gleiche Modell wie unsere. Und er hatte keine Schlüsselkarte bei sich? Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Aber er hatte keine, nein. Dann war Rantaro wirklich nicht der Mastermind. Wenn er der Mastermind war, dann wäre er... Nee, wenn er der Mastermind gewesen wäre, dann wäre er auf keinen Fall ohne die Karte hierher gekommen. Was wir also bisher wissen, ist, dass die... Ja, ist das die wahrscheinlichste Wahrscheinlichkeit. Aber wieso war Rantaro hier, wenn er gar nicht der Mastermind war? Das ist die Frage. Okay, die Besitztümer von Rantaro ist auch noch eine Truth Bullet. Kaede, geht es dir gut? Wir sind fertig mit der Untersuchung der Leiche. Lass uns jetzt von hier fort, okay? Ja, sorry. Na gut, ich hätte mir ja eigentlich gerne noch das Drumherum genauer angesehen, aber... Irgendetwas beschäftigt mich. Wieso ist Rantaro in die Bibliothek gekommen? Es scheint sehr wahrscheinlich, dass er nicht der Mastermind ist. Welchen Grund hatte er dann, hierher zu kommen? Ich schätze, es hat etwas damit zu tun, was Rantaro vorhin erwähnt hat. Es geht nicht darum... Ach, verflixt, Outfoxing wollte ich ja noch nachgucken, was das eigentlich bedeutet. Genau, es geht halt darum, dass wir dieses Spiel, dass wir diesem Spiel ein Ende setzen. Das ist das wahre Ziel. Das Spiel beenden, dem Spiel ein Ende setzen... Dann wäre es möglich, dass ihm auch die Geheimtür aufgefallen ist in der Bibliothek, genau wie uns. Was? Ja, vielleicht ist er zum gleichen Ergebnis gelangt wie wir, dass der Mastermind hier auftauchen würde. Du meinst, er hatte die gleiche Idee wie wir? Unmöglich, er hätte es uns erzählen sollen. Wir hätten doch zusammenarbeiten können. Ich ließ mich auf den Boden fallen, zerstört von dem Gewicht meiner Frustration. Nein, er konnte vermutlich nicht riskieren, es uns zu erzählen. Wie du schon gesagt hattest, er hat alle verdächtigt. Ich habe ja dich, Kaede, aber Rantaro hatte niemanden, dem er vertrauen konnte. Das war vielleicht der einzige Unterschied zwischen ihm und mir. Als er das sagte, bot er mir seine Hand an. Ich nahm seine Hand und er zog mich wieder nach oben. Ui, oder näher zu sich ran. Oder? Kaede, lass uns gehen. Wir können jetzt keine weitere Zeit verlieren. Du wirst doch wohl nicht aufgeben, richtig? Du wirst alle retten. Shuichi. Er hat recht, ich kann jetzt nicht aufgeben. Saihara-kun. Danke. Ich fühle mich, als wenn ich mich noch mehr auf dich verlassen könnte. Shuichi hat recht. Wir können nicht aufgeben, bis es vorüber ist. Ich kann nicht für immer depressiv sein. Ich muss allen dabei helfen, hier rauszukommen. Wir müssen weitermachen mit der Untersuchung. Wir müssen den Mastermind finden. So, wahrscheinlich sollten wir noch mit den Personen reden, die sich hier befinden, bevor wir dann nochmal nachschauen, was vielleicht in anderen Räumen sich noch befinden könnte. Gucken wir erstmal bei Miu. Oh, laber nicht mit mir, ich bin verdammt nochmal beschäftigt. Miu ignorierte uns weiter, während sie mit ihrem Controller arbeitete. Wozu ist dieser Controller? Das ist ein Prone? Was ist eine Prone? Ja, sie weiß es auch nicht. Was ist ein Prone? Ich möchte mich ja nicht in diese Konversation einmischen, aber meinst du nicht eher eine Drohne? Ach, okay. Wenn es eine Prone wäre, würde ich mich zusammentun mit dem Rest der Ganglion-Allianz, um die Menschheit zu zerstören. Ich nehme an, das ist eine Anspielung auf ein Spiel. Da könnt ihr mich ja drüber aufklären, mal in den Kommentaren. Ich habe keine Ahnung, wovon sie da redet. Ach nee, sie ist ja die Cosplayerin. Wahrscheinlich ist das aus einem Anime, oder? Ja. Warte eine Sekunde, der Controller ist... jetzt kapierst du es also, du Idiot. Sie lachte unheimlich laut und zeigte dabei mit ihrem Finger gen Himmel. Ja, er lebt dort oben, die letzte Kreation
des wundervollen Mädchengenies Miu Iruma. Wie heißen die Dinger denn? Das ist eine... diese fliegenden Dinger. Ich komme nicht drauf. Eine Drome. Sie nennt es statt Drohne, Drome. Also, ich habe dir doch gesagt, das heißt Drohne. Wäre es eine Drome, dann wäre es der Anführer von bösartigen Monstern. Ich kapier's nicht. Wann hattest du Zeit, um das zu bauen? Ich habe mich gelangweilt, nachdem ich euch die Kameras ummodelliert hatte, also habe ich dann auch noch dieses kleine Flugzeug ummodelliert. Cool. Ich habe es sogar ausgestattet mit einer Kamera, sodass man jetzt von oben aus Fotos schießen kann. So kann ich Fotos schießen von allen Stockwerken und die helfen uns dann bei der Untersuchung. So habe ich den Vorteil, dass ich mich gar nicht großartig bewegen muss und trotzdem bei der Untersuchung mithelfen kann. Okay, sie will also alle Stockwerke nachzeichnen mit Fotos? Sowas wie eine Karte, das ist wirklich cool. Ja, das ist unglaublich. Ich bin mir sicher, das wird uns bei der Untersuchung helfen. Das einzige Problem ist, ich bin es nicht gewohnt, so eine Drohne zu steuern und damit Fotos zu schießen. Darauf solltest du nicht stolz sein. Und wenn du dich nicht beeilst, dann wird die Untersuchung bald zu Ende sein. Ich kann dagegen aber nichts tun. Also halt mal den Ball flach und halt die Klappe. Halt du doch die Klappe! Okay, eigentlich hatte sie eben einen schmutzigen Witz gemacht, den ich nicht übersetzen wollte, aber es ging um die Größe der Oberweite von Kaede. und sie meint, meine Brust sieht viel besser aus als deine schrecklichen Kuhäuter. Oh, das hat sie jetzt hart getroffen. Euter? Euter? Tja, du wirst ja ziemlich zurückhaltend, sobald sich mal jemand dir stellt, nicht wahr? In Wirklichkeit bist du ein ziemlicher Feigling. Ja, das stimmt. Sie gerät dann immer sehr schnell in Panik. Okay, die Drohne fliegt da oben rum. leider kann ich sie nicht auswählen. So, also du machst diesen Stockwerkplan. Oh, ich habe doch eben richtig verstanden, dass sie gesagt hat, dass sie... Moment. Ach, das wollte ich gar nicht, sorry. Ah, ich will hier ja auch gar nicht raus. Ich suche nur gerade nach der richtigen Taste, die ich leider nicht finde. Wo konnte man denn nochmal nachgucken, was eben gesagt wurde? Ich komme gerade echt nicht klar. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Oder war das sogar hier? Ja, da ist es drin, das Backlog. Okay, sie ist das tatsächlich nicht gewohnt, hat sie gesagt. Habe ich nicht ganz verstanden, aber sie kümmert sich ja jetzt trotzdem drum, oder? Naja, gucken wir mal, was Sumugi zu sagen hat. Ich weiß nicht, wer Rantoro umgebracht hat, aber es ist auf jeden Fall Monokumas Schuld, dass das geschehen ist. Weil er uns unter Druck gesetzt hat, ist das geschehen. Das Motiv, das er uns gegeben hat, gehört auch dazu. Und auch diese seltsame Musik. Ach ja, stimmt. Das wurde ja abgespielt, kurz vor Schluss. Er hat diese Musik so laut abgespielt, dass uns allen ganz übel wurde und wir killen wollten. Es war schrecklich. Ich dachte wirklich, ich würde verrückt werden. Ich könnte wetten, dass sich jemand so unter Druck gesetzt gefühlt hat, dass er Rantaro umgebracht hat. Das ist alles Monokumas Schuld. Jedenfalls, wir müssen den Mastermind aufhalten, damit das der letzte Mord bleibt, der hier jemals geschieht. Wir müssen es tun. Ach so, das ist auch noch eine Truth Bullet, alles klar. Ja, dieses komische Video, das hatte ich ja ganz vergessen. Das war wirklich sehr, sehr nervenaufreibend, was da abgespielt wurde. So, hier hinten haben wir noch Kirumi. Warum hat sich der Täter nicht gemeldet und hat seinen Vorteil genutzt? Den Vorteil des First Blood Perk. Was? Nun, der Mörder oder der Täter muss doch getötet haben, um zu überleben. Daher ist es schon seltsam, dass er sich nicht gemeldet hat. Das ist wahr. Ich frage mich auch, was das zu bedeuten hat. Mir fallen da mehrere Möglichkeiten ein, aber das Schlimmste wäre, dass das Ziel des Täters gar nicht war, zu überleben, sondern hier alle zu töten. Alle?
Das würde erklären, warum er sein Überleben aufs Spiel setzt. Ach so, klar. Und stattdessen das Class Trial wünscht. Weil wenn er dann tatsächlich damit durchkommt, wäre er ja der Einzige, der überlebt. Und alle anderen wären tot. Krass. Aber ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? Nun, wenn der Täter auch der Mastermind ist, dann wäre das auf jeden Fall plausibel. Ja, das ist wahr. Uns alle zu töten, hört sich echt wie etwas an, das der Mastermind tun würde. Also dürfen wir diesen Kampf nicht verlieren. Selbst auf diesem ungezeichneten Weg müssen wir unseren Weg finden. Okay, und hier unten haben wir noch den süßen Ryoma, der sich ja eigentlich für uns alle opfern wollte, aber jetzt ist es natürlich anders gekommen. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ich musste mal kurz husten. Übrigens hatte mein Besuch mir gerade gesagt, dass Outfoxing heißt überlisten. So, jetzt wissen wir das also auch. Es geht nicht darum, die anderen zu überlisten. Das meinte Rantaro kurz vor seinem Tod. Ja. Wenn du der ultimative Detektiv bist, dann hast du doch dann hast du doch sicherlich schon ein Auge auf den Täter geworfen, richtig? Was? Was denkst du, wer ist der Täter? Es ist okay, auch wenn es einfach nur nach Gefühl geht. Oh, ich will es auch wissen. Nein, es tut mir leid, ich kann noch nichts sagen dazu. Aber es gibt doch jemanden, den du ein wenig verdächtigst, richtig? Das muss doch einfach sein. Aber du hast Angst davor. Du hast Angst, jemanden zu verdächtigen, nicht wahr? So sieht es jedenfalls für mich aus. Aber so wie die Dinge laufen, wäre es nicht besser, wenn du die anderen etwas mehr verdächtigen würdest? Und lass mich dich nur warnen. So wie die Welt funktioniert, ist es so, dass jene, die sprechen, gewinnen. Denn die Wahrheit kann sehr leicht verschoben werden. Um eine verschobene Wahrheit wieder in Ordnung zu bringen, musst du etwas noch viel Mächtigeres anstellen. Was meinst du damit? Ich meine damit, dass Aussagen ohne einen Beweis nutzlos sind. Sei vorsichtig. Okay, wir müssen Beweise finden. Das ist klar. So, ich guck mal kurz. Ich weiß nicht, ob wir auch die Sachen hier nochmal untersuchen sollten. Okay, das sind halt jede Menge Bücher. Es scheint sich hier nichts verändert zu haben, seitdem wir die Kameras installiert haben. Und die Bücher, die du da oben gestapelt hast, die haben sich auch nicht bewegt. Oh, du meinst die, die ich gestapelt habe, damit keiner durch den Lüftungsschacht kommen kann? Ja, die wurden in Frieden gelassen. Okay. Aha, das ist aber auch eine Truth Bullet. Hat also schon noch eine Bedeutung. So, der Globus. Ein mysteriöser Globus. Aber ich glaube nicht, dass er was mit dem Zwischenfall zu tun hat. Okay, dann haben wir noch die Leiter. Die bewegliche Leiter, die ich benutzt habe, um die Bücher auf den Bücherregalen neu zu organisieren. Aber da ist nichts Auffälliges dran. Und dieses hier? Ach so, da waren wir ja. Sorry. Hier ist ja nichts weiter, oder? Nee, nur die Leiche und der Ball. Okay. Die Kugel, sorry. Es ist ja eigentlich kein Ball, es ist wirklich eine Kugel. Viel massiver als ein Ball. Momentan ist das bewegliche Bücherregal geschlossen. Deswegen kann man die Geheimtür nicht sehen. Ihr habt einen Sicherheitssensor auf dem Bücherregal installiert, richtig? Ja, der sollte auch noch da sein. Lass mich mal nachsehen. Trichy kletterte die Leiter hinauf und schaute oben auf das bewegliche Bücherregal. Ja, es ist noch hier. Ich nehme es mal mit runter. Es zu nehmen ist in Ordnung, aber wird dein Receiver nicht anspringen, sobald du es bewegst? Ja. Nee, schon in Ordnung. Ich habe den Receiver ausgeschaltet. Hm? Hä, du kannst ihn ausschalten? Hm. Ja, ich habe sichergestellt, dass der Schalter aus ist, als wir uns auf den Weg nach unten begeben haben. Ich dachte, dass der Mastermind sich ja noch hier drin befinden könnte und ich wollte ihn natürlich nicht aufschrecken. Ja. Verstehe, schlau gedacht. Aha, der Receiver ist jetzt auch nochmal eine Truth Bullet. Oh, was ist hiermit noch? Das Zeitlimit, um das Killing Game zu beginnen, war fast ausgelaufen.
Aber dann hörte der Countdown auf und dieses schreckliche Geräusch lief los. Ich frage mich, was geschehen wäre, wenn das Zeitlimit einfach ausgelaufen wäre. Oder abgelaufen wäre, sagen wir mal. Und das da war noch... Was war das überhaupt? Die hintere Tür. Das ist die Tür, die am weitesten entfernt ist von der Treppe. Sie führt in den Flur. Übrigens, das ist ja so eine Schiebetür, siehst du das? Die öffnet sich, wenn man sie zur Seite schiebt. Sehr gut. Ja, das habe ich gesehen. Denkst du, dass Rantaro durch diese Tür hineingekommen ist? Das kann ich nicht sicher sagen, bevor wir nicht die Fotos von den Monocups zurückerhalten. Ach, du hast recht, dann müssen wir wohl einfach warten. Okay, ich glaube, damit wären wir dann in diesem Raum auch durch. Außer Shuichi hat noch was zu sagen, das können wir ja noch kurz machen. Hey Kaede, erinnerst du dich daran, was wir sahen, als wir hier reinkamen? Ja, ich erinnere mich. Wir sahen das bewegliche Bücherregal, wie es sich von alleine schloss, richtig? Keiner hat es berührt, also wie ist das geschehen? Nun, es hat eigentlich damit zu tun, wie dieses Bücherregal funktioniert. Shuichi bewegte das Bücherregal und zeigte damit oder offenbarte damit wieder die Geheimtür. Schau dir das mal an. Wenn ich das Bücherregal loslasse, er ließ das Bücherregal los und nachdem er kurz gewartet hatte... Aha. Oh, sie hat sich von selbst geschlossen. Ich meine es. Das Bücherregal ist wie eine automatische Tür. Nach kurzer Zeit schließt sie sich wieder. Das ergibt absolut Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Wenn es sich nicht von selber schließen würde, dann wäre man ja nicht in der Lage, das Bücherregal wieder an Ort und Stelle zu bringen, nachdem man den Geheimraum betreten hat. Verstehe. Das Bücherregal schließt sich also von selbst, sobald man durch die Geheimtür durch ist. Aha, das ist natürlich auch noch eine Truth Bullet. Aber warte, wenn sich das Bücherregal von selber schließt... Oh, vielleicht hat sich das Bücherregal selbst geschlossen, weil der Mastermind sich in dem Moment hinter der Geheimtür versteckt hielt. Nachdem er Rantaro getötet hatte, rannte er durch die Geheimtür. Das ist definitiv möglich. Lass uns mal nachsehen. Hä? Wie sollen wir das denn nachsehen? Na, der Staub auf dem Kartenlesegerät. Erinnerst du dich? Shuichi bewegte nochmal das Bücherregal und offenbarte erneut die Geheimtür. Alles klar, lass mal sehen. Wir lehnten uns näher heran, um zu sehen, was am Kartenlesegerät los war. Hä? Der Staub ist ja noch da? Sieht so aus, als wäre das Kartenlesegerät dann nicht benutzt worden. Das bedeutet, dass der Mastermind sich nicht hier drin versteckt hielt. Und was, wenn der Mastermind den Staub wieder drauf gemacht hat, nachdem er das Kartenlesegerät benutzt hatte? Nein, ich weiß ganz genau, wo ich den Staub aufgetragen habe. Ich merke mir das auch immer ganz genau. Das wurde überhaupt nicht bewegt. Ich glaube, wir können wirklich davon ausgehen, dass der Mastermind nicht durch diese Tür gegangen war. Dann, derjenige, der das Bücherregal bewegte, war Rantaro selbst? Ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, aber wir werden es wissen, sobald wir die Fotos erhalten. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, dass jemand anderes sich hier versteckt hielt. Okay, das ist auch nochmal eine Truth Bullet. Nun, ich glaube immer noch, dass der Mastermind der Täter ist. Wir müssen also nur Hinweise finden, die den Fall mit dem Mastermind verbinden. Und so können wir auch das Killing Game beenden. Ich glaube, er sieht das nicht so zuversichtlich. Oh, und es schloss sich. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Danganronpa V3 wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.